Potsdam hat viele Talente, auch im Leichtathletikbereich. Ich bin Frederik Weigel, ich bin 17 Jahre alt, komme aus Werra und bin Geher. Welche Erfolge haben Sie jetzt vorzuweisen aktuell? Ich bin U18 deutscher Meister, deutscher Jugendmeister im 5000 Meter gehen und in 10 Kilometer Straßen gehen und U18 Europameister in 10.000 Meter Bahn gehen. Aber die Weltmeisterschaften schauen Sie sich doch an wahrscheinlich? Die schaue ich mir an, ja. Und was ist Ihr Eindruck bisher? Bisher gab es ja noch nicht so viele, also gab es ja noch gar keine Medaille von den Deutschen. Ja, ich hoffe mal, dass noch eine kommt. Und ich drücke auch fest die Daumen an Christopher Linke, dass er noch eine Medaille holt. Also für SC Potsdam? Ja. Auch startet. Wo startet er? Startet, glaube ich, 50 Kilometer? Oder? 35 Kilometer. 35 Kilometer. Das wird ja, glaube ich, in den nächsten Tagen schon, ne, stattfinden. Am Sonntag, ja. Genau. 15.15 Uhr deutsche Zeit. Trainieren Sie auch zusammen manchmal? Wir sind einer Trainingsgruppe und wir machen viele Einheiten gemeinsam. Und kann man schon bei diesen alten Rasen das abschauen? Ja, oder? Das ist ganz gut mit den Großen zu trainieren, weil ich kann mir da viel abgucken und auch sehr gut lernen von den Großen. Ja. Ihr Vater hat auch schon erfolgreiche sportliche Laufbahn. Vielleicht können Sie auch etwas darüber erzählen? Mein Vater wurde 1983 Weltmeister im 50 Kilometer gehen und wurde auch bei den Olympischen Spielen 1988 hat er zweimal Silber geholt in Seoul und 1992 hat er noch einmal Bronze geholt bei den Olympischen Spielen in Barcelona. Wie muss man sich Gehen vorstellen? Also ich meine, wenn man es sieht, ist es eine bestimmte Technik oder was unterscheidet Gehen von Laufen zum Beispiel? Man muss ja immer beim Aufkommen ein Knie gestreckt haben und man muss auch mal Bodenkontakt haben. Dadurch macht Gehen besonders, dass man nicht nur schnell sein muss, sondern man muss auch technisch sauber sein, weil man kann sonst schnell bei Wettkämpfen auch rausfliegen. Und ja, also Schnelligkeit ist nicht das Einzige, was man zum Gehen braucht, sondern auch Technik.